Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Sego und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es was Schönes, Jungs und Mädels. Die Hero-Karten sind jetzt am Start. Und zwar der Dinatale hatte 93 Karte. 5 Sterne Spezialwirkung, 4 Sterne Sprache Wurst. Sieht geisteskrank aus, unter anderem über 3 Millionen momentan. Und Jungs und Mädels, zu Gast haben wir Tabak. Was geht ab? Freunde, herzlich willkommen hier bei Sego auf dem Kanal. Ich freue mich wieder hier zu sein, Bro. Und wir haben heute ein bisschen Bizeps mit dabei, mit einem bisschen spanische Liga, weil Leute, Milito ist jetzt spanische Liga, Liga Santander. Und ich glaube, davor war italienische Liga, oder bin ich lost? Ich glaube auch, ansonsten könnt ihr mir gerne unter den Kommentaren schreiben, ja, und seid ihr gehypt, schreibt es gerne auch, wie gesagt, in den Kommentaren. Lasst auch auf jeden Fall so ein Like da, ja, so 2000 Likes würden auf jeden Fall schmecken. Die Tage, ja, ich denke so nächste Woche, Montag kommt auch das Video bei Tabak Online, oder Bro? Yes, Montag kommt es online und ganz kurz, Milito, heftige Dribbling-Werte, die Karte sieht wirklich, also wirklich EA, ich küsse eure Herzen für sehr, sehr coolen Content. Auch diese Showdown-Dinger da, schon diese Versus-Sachen, das ist echt böse, ich finde es wirklich geil. Ja, also, Jungs, wir sind auch gehypt, Ende April ist auch trotz, wirklich, wir sind sehr, sehr gehypt. Ansonsten, bevor wir starten, gibt es kurz eine Werbung und dann legen wir los. Pünktlich zu Food Captains hat mein Partner Lootboy wieder ein geiles Lootpack für uns. Was ist überhaupt Lootboy? Lootboy ist komplett kostenlos, erhältlich für iOS, Android, Gallery und PC. Ihr könnt Lootcoins sammeln und kostenlose Lootpacks öffnen. Es gibt Diamanten-Feature, womit Premium-Lootpacks für 99 Cent kostenlos geöffnet werden können. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Premium-Lootpacks öffnen kann. Einmal mit Echtgeld oder mit Diamanten ganz kostenlos. Ich hatte wenig Zeit, Diamanten zu sammeln. Daher kaufe ich mir das Pack heute einmal mit Echtgeld. So, wir fangen an. Unser erstes Pack und let's go. Wir kriegen hier 1250 Lootcoins und PC-Spiele. Boom, let's go. 500 Food Points, sehr, sehr wichtig. Es geht hier weiter, Jungs. Und wir kriegen 2000 Lootcoins wieder. PC-Spiele, Wallpaper von Lootboy und ein Mobile-Game. Du kannst über das neue Lootboy-Feature, Chatreader, Freunde zum Gamen finden. Erstell dein eigenes Profil und lege fest, was für eine Art Spieler du bist. Anschließend werden natürlich andere Spieler vorgeschlagen, die zu dir passen. Probier den Chatreader selber aus, es ist komplett kostenlos. Nach dem 10er-Bundle kriegen wir noch ein Bonus-Lootpack, das garantiert Foodpoints sind. Unter anderem, es gibt ein signiertes Cristiano Ronaldo-Trikot. Das möchte ich auf jeden Fall haben. Also, wir gehen jetzt rein. Wünsch mir Glück. Okay, let's go. Und wir kriegen 50% Shopping-Gutschein, 200 Lootcoins und wieder 500 Food Points. Bei einem 10er Bundle erhält ihr noch das Black Market Pack. Dort ist ein Cheap Shit drin, den ihr auf dem Black Market gegen Guthaben eure Wahl eintauschen könnt. So, wir gehen rein. Wir kriegen 4 Cheat Chips, 5 Diamanten und 200 Lootcoins. Checkt den Link zu Lootboy in der Videobeschreibung aus. Über den Code, was ich euch einblende, Jungs. Checkt euch der Lootboy, ein Community Pack mit Diamanten, Lootcoins und vieles mehr. Wenn ihr den Code einlösen könnt, einfach unter der Einstellung in der App Code einlösen eingeben. Nachdem ihr euch natürlich angemeldet habt, iOS-User müssen die Webseite nutzen. Danke für eure Unterstützung. Wir machen weiter mit dem Video. Let's go. So, da sind wir wieder. Dinatale gegen Milito. Und ich schalte rein. Zwei Namen habe ich aufgeschrieben. Okay, Bro, dann fange ich an. Linker Flügel ist Landlord an zu Big Man Fati. Ah, das war wieder sehr offensichtlich, aber es ist halt Strong Link, weißt du, in der spanischen Liga. Und rechter Flügel, schau mal, ich habe die Mid-Icon im Verein, aber ich habe mir schon die Prime-Icon geholt, weil die noch ein bisschen knackiger ist von Figo. Ich habe jemanden. Was denkst du, mein Freund? Rechts oder links? Naja, natürlich hast du links den Fati am Nacken. Ja, an zu Fati und Rodrigo. Wichtig. So deppert bin ich. Habe ich jetzt wirklich im Browser-Spiel auf Flügel, oder was? Ja, aber kein Keeper. Noch nicht. Ach. Noch nicht. Noch nicht. So schmutzig, Alter. Pass auf, Seko. Dafür gibt es gleich Rache. Und zwar, dafür ist jetzt drin für dich. Also rechter Stürmer und links Mittelfeld, ne? Ja, richtig. Also, Dinatales Partner wird im Sturm, Jungs. Ja. Martinez, ja, der Lautaro Martinez, seine 89 Karte haben wir am Start. Und auf der linken Seite ist eine Adidas Numbers Up Karte. Insigne. Okay, hast du gedribbelt. Ich habe Perisic, neue SBC hat er ja gehabt. Und Dybala. Let's go. Oh, vom Golo, Mann. Let's ganz go. Kurz, du wolltest keinen Torwart bei mir, oder? Ja, nee, kein Torwart. Okay, er legt die Eier auf den Tisch. Alles klar. Ja, normal. Also, machen wir weiter, Jungs. Freunde, wir machen mal kurz weiter, gell? Hier muss ich den Seko mal ordentlich den Arsch versohlen, auf gut Deutsch. Bro, ich habe 3 Spieler aufgeschrieben. 2 davon sind Argentinier. 2 davon sind Argentinier. Boah, ich habe Angst. Also, erstmal auf der linken Seite gehen wir mit einer Headliner.
glaube, sehr, sehr wenige haben den noch. Das ist der Zakaria, ja, von Juventus sozusagen, seine 88er Karte. Und es wird jetzt ein Franzose, kein Argentinier, mein Freund. Ich muss dich leider da ein bisschen enttäuschen. Aber da haben wir den Patrick Vieira. Und auf der rechten Seite, ja, Toti Messi. Jungs, wie gut war das? Hey Bro, dieses Eigenlob stinkt, okay? Aber ich muss ja mal eine Sache festhalten. Du hättest ja nehmen können, was du willst. Ja? Auf einer Tafel steht original, ohne Lügen, Veron Messi Vieira. Ich habe einfach 2 von 3 getroffen, Bro. Und weißt du was? Statt Vieira kommt dann Bronze-Torwart hin. Cousin. Also du hast nochmal Veron und Vieira, beide. Und Messi. Bin ein bisschen gebrochen, Bro, aber was soll man machen? So, ich halte rein. Okay, Leute, komm. Mal gucken, was der Cowboy da hat. Also, Cousin, im Mittelfeld habe ich erstmal ein bisschen spanisches Temperament. Obrigado. Wir haben Llorente. Wir haben Road to the Final. Perfekt. Wir haben De Paul. Und Llorente, die 2 Cousins. Ja. Der hat übrigens ein Perfect Link zum Milito. Digga, ich habe gerade echt ein paar Zungenbrecher. Und im Mittelfeld, zu guter Letzt, habe ich einen, und das ist Bernardo Silva. Eigentlich wollte ich den Llorente da nehmen, aber ich dachte mir, komm, nimmst du. Guck mal, ich habe 3 Spieler genommen und die liebst du wirklich. Kante, ja. Kovacic, Brozovic. Hey, es war nicht so blöd. Es war wirklich nicht so verkehrt. Mann, ey. Ja. Schade. Also jetzt in der Mitte einen Keeper und dann außen noch wieder Prozess. Das fühlt sich gut an, weißt du? Jungs, also, bin wirklich gebrochen. Ja. Ich snipe mal deinen Außenverteidiger irgendwie. Übrigens, Leute, wie findet ihr jetzt mal Real Talk schon mal? Digga, sieht doch sexy aus, oder? Also, jetzt ist ja nicht falsch stehen zu gucken. Ich habe jetzt mal meine Wand gezeigt. So, ich dachte nicht. Ich dachte nicht. Pass auf, Bro. Rechter Verteidiger Kyle Walker. Guter Mann. Und linker Verteidiger Jordi Juribicicic. Nicht einmal. Ey! Du hast mich auseinandergenommen. Hab ich? Ja. Du hast mich auseinandergenommen. Ich hab schon meinen Zeigefinger so gehalten, Digga. Ich hab Alba aufgeschrieben und Cancelo. Ja! 2x 50-50 geht an. Dankeschön. Super. Dann zeig mal, was du hast. Okay, also Gryffindor hat ein paar Punkte. Jetzt kommt Slytherin oder Hufflepuff. Hufflepuff heißt die, glaube ich. So, ja. Und zwar auf der linken Seite gehe ich nicht mit Spinazzola, sondern mit Bragi oder so, wie der heißt. Und auf der rechten Seite, komm, lass mich mal nehmen jetzt. Nerv mich nicht. Und zwar Hakimi. Weißt du was? Ich bin einfach, Seko, eine Nervensäge. Ich bin einfach, und wieso habe ich meinen Joker benutzt? Außer, Digga, Joker sind so geil. Komm, Digga. Bro, du kriegst Hakimi nicht ins Spiel, ins Team rein. Und du bekommst Spinat mit Zola. Ist auf meiner Tafel, deswegen kannst du den behalten. Der wird mich auseinandernehmen heute. Ragazzi, wir müssen jetzt ins Finale gehen. Letzte Spieler, die wir raten. Und ich habe von ein bisschen allen was genommen, so theoretisch. Also, ich bin ehrlich mit meinem Team. Ihre Geist ist krank. Und zwar, also wenn ich alle behalten würde, ungefähr 8,6 Millionen. Aber du hast ja 3 Spieler gesniped. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt mit denen hier spielen darf, kann. Und zwar, mein Freund, ja. Ich laber viel, weil ich den nicht gefunden habe. Also erst jetzt noch Varane. Varane habe ich am Start. Dann haben wir den Diop. Und im Tor gehen wir mit Lloris. Hast du gut gemacht. Ich habe Hernandez und Neuer. So quasi 2 Bayern-Spieler. Ja. Und dann habe ich noch Van Dijk aus der Premier League. Da habe ich halt daneben gegriffen. Quasi. Okay. Gut, dass ich am Abwehr steht. Ah, nee, Außenverteidiger. Rechtsabwehr ist ja Bronze bei mir. Aber egal, vielleicht habe ich ja irgendwie ein Glück. Ne? So, komm. Ja. Pass auf, ich hab's eigentlich ganz für mich persönlich cool gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das cool findet. Ich habe 2 AC Mailand-Spieler genommen. Ach, und zwar habe ich halt diese coole Care-SBC-Karte. Dann hätte ich jetzt theoretisch einfach Smalling nehmen können. Ich habe aber Lust, mal diesen Kalulu zu spielen in Form. Und im Tor Magnon. Ja, Bardiol, Klostermann und Gulaschi. Warum hast du keinen Kroaten heute genommen? Eigentlich hab ich's doch heute mal. Ist Kroate freier Tag. Ist auch mal wichtig. Ich glaube, du hast so viel Cevapcici gegessen und so, du hast keinen Bock mehr. Alter, ich schwöre, ohne Spaß, ich habe die letzten 3 Tage, Bro, ich glaube, ich habe 4-5 Burger gegessen. Aber nicht so Burger, sondern nicht so McDonalds oder so ein Shit, sondern so wirklich so richtig Krabbenburger, weißt du, richtig geil. Und ich habe heute Tacos gegessen.
Oh, auch lecker schmecker, Alter. So. Jungs, wir gehen jetzt rein, mal sehen. Der Verlierer muss Döner spenden. Let's go. So, let's go, let's go, let's go. Die Natale, Bro. Der muss jetzt ein paar Dinger machen hier. Komm. Jede mal, Bro. Ich wünsche dir viel Erfolg, Cowboy. Oh, guck mal. Kommt ich sag's mal so, dein Natala, von dem habe ich ein bisschen Angst. Der hat 5 Sterne Skills sogar, oder? Kann das sein? Ja, 5 Sterne Skills. Oh, schon mal. Ich kann mich noch erinnern, Teasy, immer den schlecht geredeten Mann. Aber das ist jetzt nicht mehr der, den sie kennen. Nein, nein, Mann! Das ist ein Neuer! Und Bernardo Silva, du bist ein wichtiger Spieler. Bro, ich sag's dir ehrlich, ich hätte schon Lust, dich ins Loch zu schubsen, aber ich weiß, du wirst auch ein paar Tore schießen. Das ist das Problem gerade bei oh. Weißt du, von wem ich lange nichts mehr gehört habe, Bro? Von Ernesto. Ernesto. Ey, guck mal, du kommst immer durch. Digga, nein! Oh mein Gott. Das verstehe ich nicht. Warum kommt der nicht mehr durch? E-Sportler. Jungs, ich bin E-Sportler. Digga, ich muss neue Berufung machen. Ich glaube, ich habe echtes Zeug dazu. Spät, 15 Minuten hier, meine Fresse, komm. Dabei einfach so, genau im Gegenteil. Mach ihn. Mach ihn! Er macht ihn! Lautoro, danke. Sehr gut. Digga, du mit deinem Götze-Torjubel an meine... Egal. Richtig. Komm, komm, komm. Nein. Nein! Nein, Junge, er nimmt mich aus der Hand, Leute! Digga, Milito macht ja richtig Spaß. Ich, Freunde, geiler Fußballer. Also, ich meine jetzt in FIFA, geile Karte. Ja? No. Bruder, was hast du? Bitte, was? Bitte! Ey, warum? Mama mia, Bettverbot. Ich muss echt sagen, türkische Küche lecker, okay? Sehr gut. Ja, ja. Sehr lecker sogar. Aber? Auch, ich würde sagen, fast underrated sogar mäßig. Aber, ich würde sagen, 4 zu 1 schmeckt noch besser als türkische Küche, Bro. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Mein Freund, ich wollte sagen, italienische Küche, beste der Welt, finde ich in meinen Augen. Bereiten um die Wette. Jetzt dreht er auf, der Mann. Jetzt dreht er auf. Digga, mein Spieler geht nicht dazwischen. Denatal ist gut, Denatal ist gut. Ey, die Hero-Karten sind... Achso, das ist Denatal. Aber egal. Achso. Ey, aber jetzt mal ohne Spaß. Denatal ist safe sogar krass. Ja. So kranke Werte. Oh, oh. Bitte? Oh, gut. Eigentor? Komm, geh. Shit. Komm, geh. Bitte. Bitte, 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 bitte. Ja, nein, Mann, das kann doch nicht sein, Mann. Mann, oh Alter. Gott. Ey. Wer ist das Minitop? Ey, Digga, ja. Er ist wie ein Tank. Er tankt sich durch, Mann. Das ist wie, Bro, Europameisterschaft Kroatien gegen Türkei damals. 119. Minute macht Kroatien 1-0. Was macht Türkei? 10 Sekunden später Tor. Weißt du, was ich gemacht habe? Party. Hast du echt Party gemacht? Ja, ja, Mann, Digga. Bro, ich schwöre, ich habe geweint wie ein Baby. Meine Mutter war im Zimmer, ich weiß es noch. Und ich habe wirklich, Jungs, ich hab geheult. Fuck. Ey, was ist, das sind Cheatcodes. Ich muss. Aber ey, das sind richtig Cheat, die Spieler, ne? Oh mein Gott. Okay, die sind viel zu schnell. Die sind viel, ja, die sind zu krass. Rot. Nein. Ja, wichtig. Nein. Ich krieg... Nein! Ja! Ja! Ja. Kennst du den? Ja, ja. Nein, Mann! Ja, boah, Jungs, genau so ein Einsatz. Wieder rot eigentlich, ne? Aber egal. Ah, Chat! Also, Jungs, 2 Discards und 1 Discard für Tabaco hier. Das ist original ein bisschen belastend, Chat. Ein bisschen schmerzhaft. Also. 2 Discards. 1 Discard bei dir. Du kannst gerne anfangen, komm. Also, bei mir die Natale über 3 Millionen Varan Flashback habe ich. Dann Martinez SPC Cast kostet auch laut Football 400k. Insignia Numbers Up kostet auch 200k. Zakaria, den kriege ich nicht mehr. Ja. Bei mir ist Icon, Llorente, kostet auch fast 1 Mio. Dann haben wir halt den Starspieler, sehr logisch. Wir haben SPC-Karten, Kehr und Bernardo. Ja. Die sind alle eigentlich ganz cool. Die will ich nicht so gerne verlieren. Oh, oh. Wieso habe ich eine rote Karte kassiert? Kann mir das jemand erzählen? Ich bin wirklich manchmal. Bei mir sind so diese Affen im Kopf, weißt du, die so gegen so eine Bong hauen. Bong? Ich meine, Bong.
Sprung. Komm, mein Freund, sag an. Sag mir zwei Positionen aus hier. Welche Formation hast du nochmal, Bro? 4-4-2. Muchas gracias, importante. Ich nehme beide Stürme einfach und mach's mir so einfach, wie es geht. Du hast die. Sag mal deine Aufstellung. Ganz kurz, Bro, ich hätte sonst noch Linksverteidiger im Kopf. Linksaußenverteidiger? Ja. Also du hast erstmal, ich sag mal so, den Bragi und den Insigne getroffen und Linksverteidiger war der Martinez. Und Rechtsverteidiger war der Di Natale. Uiuiuiui. Ich wäre nur Linksverteidiger noch. Okay. Und bei dir nehmen wir mal heute was anderes. Torwart. Ich weiß nicht. Es ist nicht so schlimm, auf jeden Fall. Es ist SBC-Karte von Bernardo. Lass uns mal dann, ja, dann machen wir SBC kurz, ne? Ja, ich kann den so abstoßen, Freunde, weil den hole ich nicht zurück. Der ist einfach weg. Da ist er. Weg. Soll ich die auch wegmachen? Ja, bei mir war es eh eine SBC-Karte. Du kannst auch so wegmachen. Die mache ich auch dann. Komm, Insigne, weg. Den holen Insigne wir so. Weg? Achso, ja. Insigne und den Bragi auch weg, Jungs. Wir holen die sowieso nicht zurück. Also, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Lasst ein Like da, Abo da, kommentiert ruhig. Ja, ansonsten, ja, kommentiert mal. Fener gegen Gala am Wochenende. Wer wird das Spiel gewinnen? Ja, unter anderem checkt Lootboy auf jeden Fall aus. Checkt Tabak aus und was letzte Wort, Bro? Ich glaube, Gala gewinnt mit einem 6. Hey! Freunde, haut rein. Habt noch einen schönen Tag und Seko. Nächstes Mal, wenn ich zwei Discards hab, dann werde ich nächstes Mal, wenn ein Starspieler oder wir machen mal treffen. Merkt ihr meine Worte, okay? Also, Freunde, haut rein. Ciao, ciao.